die Mini-Fitness. Die haben hier die Alterstasten zusammengelegt. Genau so muss das aussehen. Die einen könnten denken, ich habe hier meinen Bazar eröffnet mit Pokalen. Die anderen wissen aber ganz genau, da hat er wieder einen. Und zwar, ich habe wieder einen Gesamtsieger. Zack, zack. Wir haben hier den internationalen deutschen Meister, Gesamtsieger der Classic Bodybuilding Klassen 1 und 2. Wobei eigentlich die Klasse 2 war deine, ne? Richtig, ja, Klasse 2, genau. Und du bist richtig platt gerade. Ich bin direkt von der Bühne weggeschnappt worden, hier von der Siegerehrung, direkt vor euer Fotobooth, ja. Ist ja eine Frechheit. Atelier, Entschuldigung, klar. Aber ich nehme mir natürlich gerne die Zeit, weil ich noch nie sowas erreicht habe überhaupt. Zweiter Wettkampf diese Saison. Zweite Saison überhaupt nach 4 Jahren Pause. Und ich bin gerade noch komplett sprachlos. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Bedingte Pause, oder? Nee, nicht bedingt. Ich studiere, also ich bin angehender Lehrer und habe dann Fokus auf die Uni gesetzt und immer mal wieder überlegt, mache ich es nochmal, mache ich es nicht. Jetzt steht irgendwann das Staatsexamen an im nächsten Jahr und da habe ich dann eh wenig Zeit und dann dachte ich, wenn dann jetzt. Und dann richtig. Und das war sogar richtig? Das war richtig, das war aber richtig. Damit habe ich nicht gerechnet. Sag mal, dürfen wir jetzt etwas Tränen laufen lassen, weil wir jetzt wieder 4 Jahre auf dich warten müssen? Nein, oder? Keine 4 Jahre, ich glaube das nicht. Also ich werde weiter an der Form arbeiten, die Linie versuchen zu behalten. Auf jeden Fall. Aber so weit denke ich jetzt noch gar nicht. Ich denke gerade nur an die Cola Light und an ganz viel Ben & Jerry's. Cola Light vor allen Dingen, ist auch geil. Das hat sich eingebürgert. Also ja, ja, das die Kalorien isst man lieber, ne, als zu trinken. Linie war Sprichwort. Ganz wichtig auch in eurer Klasse, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was sowohl das Publikum als auch die Kampfrichter sehen möchten. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Ich sage vielen Dank. Und wie gesagt, nicht in 4 Jahren erst wieder. Versprochen. Alles klar, danke dir. Tschüssi. Ciao.